Eine neue Folge MT5, heute mit einem Strategievideo zu den Celadon. Viel Spaß dabei! Ja, mal ein etwas anderes Video an einem Mittwoch. Heute nicht mit einer Aufstellung, sondern mit etwas längerfristigem im Spiel. Und zwar quasi den Winning Conditions für die Celadon. Winning Conditions ist jetzt eigentlich schon ein bisschen zu hart ausgedrückt. Natürlich nicht, wenn man die erreicht hat, hat man automatisch gewonnen. Aber es ist quasi so ein Ziel. Was möchte ich eigentlich auf dem Brett erreichen mit den Celadon, damit ich mich wohlfühle und denke, dass ich in einer guten Position bin, sowohl offensiv als auch defensiv. Und das mache ich im Wesentlichen in drei Stufen. Die erste Stufe ist erstmal Triggerpunkte sammeln. Ich möchte bei den Celadon die Kombination aus 4, 2 und 1 auf dem Brett haben, denn dann bekomme ich jede Runde einen Triggerpunkt. Und der Triggerpunkt, mit dem kann ich dann mit dem Abgesandten neue Kreaturen reinsetzen und jeder Triggerpunkt zählt quasi für eine Stufe. Und dadurch kann ich dann schnell mal meine 5er und 6er zum Gegner bringen oder Druck machen und somit auch das Spiel gewinnen. Was möchte ich dann noch haben? Erstmal defensiv gesehen. Meine Portalträgerin soll irgendwo vorne rumstehen. Und ich kann nicht an diese Portalträgerin rangehen, wenn ich neben einem Portal eine 6 und eine 3 stehen habe. Denn egal was für eine Kreatur, wenn eine 5er Kreatur an diese Portalträgerin ranzieht, kann ich mit der 6 durch das Portal die 5er Kreatur schlagen. Wenn eine 6 an dem Portal dran steht, kann ich mit dem 3er die 6 schlagen. Das heißt, in dieser Situation, ich habe eine 6 und ich habe eine 3. Und ich habe sie schon neben dem Portal, ist schon alle angrenzende Felder um die Portalträgerin herum geschützt. Das heißt, das Ziel 6 und 3 bekommen und dann entweder die beiden neben dem Portal stehen haben oder wenn ich zwei Portalträgerinnen nebeneinander habe, das ist quasi auch eins von den Zielen, das dann eher in die Offensive schon geht, dann brauche ich sogar gar nicht mal mehr das Portal, denn wenn eine von den Portalträgerinnen geschlagen wird, und das sind ja auch nur 2 Punkte meistens oder halt plus Feldbono, kann ich ein Portal reinsetzen. Das heißt, es reicht, wenn ich irgendwo auf dem Feld 6 und 3 stehen habe und dann kann ich neben das entsprechende, zum Beispiel hier neben die 6, das Portal reinsetzen und über die andere Portalträgerin den Sammler schlagen. Am besten ist natürlich, wenn man direkt das Portal schon hat, denn dann kann man mit der noch irgendwo anders im Portal reinsetzen. Aber wenn man zwei Portalträgerinnen nebeneinander hat, braucht man nicht mal ein Portal neben seiner 6 und seiner 3 haben, sondern die schützen sich dann schon gleichzeitig. Das wäre erstmal quasi das defensive Ziel. Ich habe eine 6 und eine 3 und ich habe 2 Zweier. Offensiv ist das jetzt noch nicht so stark, weil wenn ich hier irgendwie an den dran gehe, dann kann er das erstmal ignorieren. Dafür brauche ich dann wieder das Portal zwischen den beiden. Und das ist auch eigentlich das, was ich heute zeigen wollte. Mit dieser Aufstellung, ich habe einen Vierer, ich habe ein Portal und ich habe zwei Portalträgerinnen. Dazu ein Sechser und ein Dreier, sodass ich jede Figur schlagen kann, bin ich sowohl defensiv extrem gut aufgestellt, denn der Gegner muss quasi erstmal hier an meinen Portalträgerinnen vorbei und darf nicht auf die angrenzenden Felder, weil ich mit der 6 und der 3 jede Kreatur schlagen kann. Aber ich bin auch offensiv sehr gut aufgestellt, denn ich kann mit den Portalträgerinnen immer weiter vorgehen. Zur Erinnerung, die dürfen über andere Kreaturen rübergehen. Das heißt, die können sich quasi hier immer so weiter schlängeln zum Gegner hin. Und dann kann ich schon sehr Druck machen, weil ich über die Portalträger mit der 6 oder der 3 jede gegnerische Kreatur schlagen kann. Das heißt, der muss irgendwie immer weggehen, aber ich kann ihn immer mit beiden Portalträgerinnen verfolgen und die bleiben auch immer zusammen und haben dadurch immer noch diesen defensiven Wert. Und das war es quasi schon, was ich euch heute zeigen wollte. Das heißt, das ist euer Ziel, oder mein Ziel zumindest als Celadon-Spieler, erstmal hier in diese Situation reinzukommen, denn dann kann ich den Gegner sehr stark unter Druck setzen, sammle dabei Triggerpunkte und kann die dann nutzen, um irgendwie starke Kreaturen wie den Fünfer reinsetzen. Oder ich setze halt direkt Celadon rein und habe dann immer die Bedrohung, dass wenn mein Mitspieler nicht sehr schnell irgendwas macht, ich den für wieder 6 Triggerpunkte explodieren lassen kann und mir ein paar Siegespunkte hole. Und wenn man halt in dieser Situation ist, dass der Gegner überhaupt nicht mehr hier an den Portalträgerinnen vorbeikommt, ich kann dann ja auch noch diese Kette verlängern, indem ich hier noch mehr reinsetze, ne, dann kommt er quasi schon nur noch ganz über die Spielfeldkanten,
dann ja, wird er sehr stark unter Druck gesetzt, wenn ich seine Figuren mit den Celadron wegspringe, da ich einerseits schon Siegespunkte sammeln. Das heißt, er muss schon besser tauschen als nur 1 gegen 1. Und weil er dadurch halt auch einfach Würfel verliert, die er zum Angriff bräuchte gegen mich. Das sind meine Gedanken zu, was sollte ich mit den Celadron erreichen. Kommentiert gerne, wenn ihr das mal ausprobiert habt. Guckt euch das Aufstellungsvideo an, auch wenn ihr noch andere Tricks und Kniffe mit den Celadron kennt. Dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Bis dann, viel Spaß!